Servus Christi und herzlich willkommen im American Truck Simulator mit mir, dem Wolpertinger 2000. Schön, dass du mit dabei bist und ja, hier mit mir eine neue Karriere starten wirst. Das finde ich schön. Wir müssen es mal ausprobieren, ne? So, wir fangen ganz, ganz von vorne an. Ich habe mal ein bisschen reingespielt schon natürlich und allerdings halt das Profil auch wieder gelöscht. Deswegen müssen wir ganz von vorne anfangen. Und als erstes müssen wir irgendeinen so Knaben aussuchen. Frisurtechnisch wird der perfekt zu mir passen. Aber ich habe davor schon einen gesehen, der gefällt mir eigentlich besser. Er hier, den nehmen wir. Dann nehmen wir hier die alte Peterbilt, die taugt mir nämlich total gut. Und als Firmenlogo, schwierig. Ah, hier mit dem Adler, warum nicht? Dann nennen wir das Ganze Wolle International, International Inc. Geht nicht? Nee, alles schon vorbei. Okay, mehr können wir es nicht nennen. Wolle International. In Deutsch natürlich und Kalifornien meinetwegen. Und Start und überspringen. Wir fangen einfach mal an. Meine Firmenzentrale. Ja, keine Ahnung. Los Angeles? Ja, nee, San Francisco vielleicht, oder? Was hätten wir hier? Sacramento? Fresno, Huron. Ich glaube, in den kleinen kann man eh nicht, gell? Genau, geht nicht. Reno, nö. Vegas, nee, ist hier nicht. Ist hier in Vegas irgendwo? Oh, hier könnte ich mal nach Las Vegas liefern. Doch, da ist Las Vegas. Nehmen wir Las Vegas. Das wäre schon mittendrin eigentlich. Komm, wir nehmen Las Vegas. Als Firmenzentrale. Nö, braucht kein Tutorial. Will ich nicht. Wir legen einfach mal los. Wir legen einfach mal los und gucken, wo es uns so hinführt. So. Oh. Sollen wir schon auf Eingabe drücken? Das schaut gut aus hier, ne? Eingabe. Ja, ja. Ist alles klar. Porten eröffnet, auch gut. Ladung der Paletten. Ja, machen wir doch. Komm. Las Vegas als Firmenzentrale ist schon irgendwie verrückt. Und was haben wir hier für ein Auto? Ach, das sind die Spiegelgeschichten. Das brauchen wir wieder. Ich muss dann die Tasten irgendwann nur einrichten, habe ich so gerade das Gefühl. Lalala. Wo sind wir jetzt eigentlich? Was muss ich tun? Ah, wir fahren jetzt einfach mal. Komm. Läuft der Kran schon? Irgendwie nicht. So, da habe ich noch ein paar Einstellungen gemacht. Jetzt funktioniert das auch alles so, wie ich mir das vorstelle. Und das ist aber leise. Musik haben wir auch noch keine. Oh, das ist aber laut. Das funktioniert doch noch nicht alles so, wie ich es mir vorstelle. Audio, ja, Musik ist viel zu laut. Ja, besser, viel, viel besser. Gut, das war's so. Okay, wir fahren jetzt mal. Wir müssen irgendwas fahren. Keine Ahnung was. Ah. Den da fahren wir. Alles klar. Ja, es arbeiten wir uns hier auch schon langsam vor. Ne? Das ist die allererste Fahrt für uns. Die allererste Fahrt in Amerika. Natürlich, wie immer, mit einem Leih-LKW. Klar. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Auflieger ganz schön lang ist da hinten. Und alle Knöpfe sind auch noch nicht so, wie ich sie gerne hätte. Okay, müssen wir jetzt durch. Es hilft nichts. So, wir müssen mal darüber fahren vielleicht. Mods habe ich noch überhaupt keine drin. Ich will es jetzt einfach erstmal anspielen. Dann schauen wir mal, wie es ankommt und so. Und ich glaube schon, ich meine, wer ETS mag, mag sicher auch ATS. Wie gesagt, momentan noch komplett modfrei. Werden wir irgendwann ändern, ganz klar.
ach doch, da, meine Knöpfe passen ja doch alle. Juhu, man muss nur die richtigen Knöpfe finden. Eieiei. Amerika. Na gut, wir probieren es mal, ne? Wir probieren es einfach. Ich bin gespannt. Und, upsi, auch hier werden natürlich so Dinge passieren. Ich muss auch ich muss mir meinen Sitz noch einstellen. Das mache ich aber dann zwischen der nächsten Folge. Es ist gerade ein bisschen schwierig hier, dass man was sieht in den Spiegeln. Eigentlich sehe ich gar nichts. Das geht so nicht. Auf Dauer kann nicht gehen. Wir fahren die Peterbilt. Das ist schön. Wir fahren die Peterbilt. Ich mag die Peterbilts. Gerade die alten mit den großen eckigen Dingern. Ich brauche auch noch ein Foto. Hahaha, ja, fängt der Schmarrn auch schon wieder. Und ich fahre viel zu schnell. Hallo? 30 sind erlaubt. Knall ich hier mit 40 durch die Gegend. Gut, dass noch keiner da war. So, Tempomat. Funktioniert auch. Und da vorne ist eine rote Ampel. Und wir müssen abbiegen. Oh, verdammt. Lauter, ich gucke noch, was der LKW auf die Reihe kriegt und gar nichts und so. Und ich krieg gar nichts auf die Reihe. Super. Ja, nee, aber die Spiegel müssen wir nur einstellen. Also sprich, wir müssen unsere Sitzposition nach hinten bringen. Das ist ja nichts im Spiegel. Das geht ja mal gar nicht. Das geht so nicht. So, das ist die allererste Fahrt. Das muss man einfach machen. Ne? An der kommt man nicht vorbei, warum auch immer. Wahrscheinlich, dass man sich einfach mal ein bisschen eingewöhnt hier. Und da ist schon der Walbert. So, und da müssen wir jetzt irgendwo unsere Fracht abstellen. Ich habe keine Ahnung wo. Wir gucken mal. Wo muss ich ihn jetzt hinbringen? Ach, das hätte ich mir jetzt aussuchen müssen. Ach, verdammt. Ich habe das ja noch so eingestellt, dass ich hier noch aussuchen muss, oder? Müssen wir auch gleich ändern. Ein, zwei Sachen müssen wir noch ändern. Naja. Mei, ist es halt so, weißt du, wenn du es neu anfängst, bist vom anderen Spiel schon einiges gewohnt. Ja. Jetzt das. So, wir versuchen mal das hier. Gleich das da. Bestätigen. Okay, wir fahren mal dahinter. Und dann schauen wir mal. Wo müssen wir das reinbringen, das Ding? Ach, da ganz hinten auch noch. Okay. Das meint er jetzt ernst, oder? Oh, mit dem riesen Auto. Ja, guck du mal, was ich da mache. Schlimme Dinge werden hier passieren, ich versprich's dir. Ich bin in Amerika. Oh, guck mal. Da ist ein Fenster. Cool. Und da ist ein Zaun. Uncool. So wird das schon mal... Das ist ja auch so eine scheiß lange Karre, hey. Das muss ich, glaube ich, nochmal anders angehen. Ein bisschen. So wird es nix. Siehst mal. Nee. Oh oh. Ja, ich fahre rückwärts rein. Jetzt habe ich mich verfranst, oder? Jetzt habe ich es ja total bescheuert hingebracht. Ja, mal gucken, ob ich irgendwie umdrehen kann. Aber die Autos sind auch so lang hier. Schau dir das an, du, wie lang die sind. Und dadurch ist der natürlich äußerst unbeweglich, aber ist halt cool. Das ist schon cool, oder? Also ich finde den cool, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Jetzt haben wir erstmal unser Gefährt umgedreht.
So, okay. Nur schauen, dass man da irgendwie dann da besser hinkommt. Ich könnte mal schnell ein Foto machen. Nee, ist irgendwie blöd hier so, ne? Ah, pass auf. Wir machen hier so ein Stinknormalo-Foto. Und jetzt setzen wir es erstmal wieder rein. Gucken wir, ob wir das jetzt besser hinkriegen. Also das Ding, das lenkt sich ja wie so ein... Oh, ich habe keine Ahnung. Fürchterlich. Oh, Schlafkabine. Ich muss das von außen machen. Ich habe keine Ahnung. An die muss ich mich erst gewöhnen. Das ist doch was anderes als ein europäischer Truck. Die Kiste. Nee, wir üben es noch ein bisschen. Komm. Es sind halt genau die Trucks, die taugen mir halt schon. Ne? So eine Peterbilt, das ist schon was Geniales. Aber wenn die ungelenk ist wie sonst was auf der Straße, das ist der Wahnsinn. Also so ungelenk. Ich meine, durch den riesen Ackstand hat die natürlich auch einen Wendekreis, so dass da schlecht wird dabei. Tja. Das schaut alles nicht gut aus hier, ne? Als hätte ich noch nie einen LKW gefahren. Das hängt, willst du mir erzählen, ich hänge an den Paletten fest. Ernsthaft. Irgendwo hänge ich es fest. Ich überspringe das Parken jetzt mal. Kling. Sorry. Nee, das war alles andere als ausgezeichnet. Egal. Komm, wir wollen anständige Fracht fahren. Irgendwas. So. Das ist also unsere Garage. Wie schön. Hier schaut ja noch schäbiger aus als im ETS. Wahnsinn. Ja, wir schauen es uns mal kurz an. Hier mal kurz einen Rundschwenk machen. Ja, das ist schon... Naja. Eine sehr schlichte Garage. Ja, ein Anfang, genau. Tja. Nix haben wir, gell? Ja, das wissen wir doch eigentlich alles. Viel Glück, vielen Dank. So, wir haben unsere Garage gesehen. Wir gehen in die schnellen Aufträge. Und da können wir gleich mit einer Peterbilt für 4000. Warte mal, Preis pro Streckeneinheit. Ja. Dann nehmen wir doch mal diese Fahrt an. Warum auch nicht? Ich bin gespannt. Also ich merke schon, die Dinger, die fahren schon total anders. Ne? Also ganz anders. Na okay, das kann man glaube ich noch fahren. Das ist noch im machbaren Bereich. Ach, und ich muss die Sitze einstellen. Nochmal. Nee, Sitze. Ich muss meinen Sitz weiter hinter tun. Das sehe ja nichts. Aber weiter hinter geht nicht. Ernsthaft? Okay. Dann müssen wir das Blickfeld noch ein bisschen erweitern. Hilft ja nichts. Ich muss in die Spiegel gucken können. Ich muss ja da was sehen. So ist gut, oder? Ja, so kann man es lassen. Ja, so sehen wir was. Gut. So machen wir das. Die Spiegel passen halbwegs. Ach, jetzt habe ich ihn ausgemacht. Depp. Ja, dann fahren wir los. So, wir müssen da hinten raus. Okay, kein Thema. Schaffen wir, hoffe ich. Nee, nicht mit der riesen Schnauze vorne dran. Ah. Na, mit unserem europäischen Laster wären wir schon draußen gewesen. So, aber jetzt. Wieder gerade nice sitzen hier. Ah, das ist eine Ungewöhnung. Hätte ich nicht gedacht, du, ehrlich. Ich habe Post, das ist schön. Wahrscheinlich das Road closed auch noch.
Ah, cool. Wenn sie es so machen, ist es auch schöner als. Aha. Als wenn es dann sagen, das sind so Kreuzerle dort. Na, haben sie hübsch gemacht, ne? In irgendeiner Form. Ganz hübsch hingekriegt, ja. Ach du heiliges Blindwein. Und jetzt wisst ihr übrigens, warum die Ampeln in Amerika auf der anderen Straßenseite stehen. Weil du sonst von dem LKW nicht mehr sehen würdest, wo du hinfährst. Ist doch so. Vielleicht ist das auch nicht der Grund, aber ich glaube schon. Mit den kleinen Fenstern, wenn du so weit hinten sitzt. Naja. Amerika, da darf man auch links überholen und rechts überholen und geradeaus überholen und überhaupt ist. Aber, siehst, jetzt sehe ich die Ampel nimmer. Ja, da haben es doch Kreuzerle. Okay, schade. Ich habe schon gedacht. Wie war es, wenn alle fahren, dürfen wir auffahren, gell? Da unten wäre auch noch eine gewesen. Ah, ja. Okay, dann fahren wir schon mal rüber. Ach, ist das alles aufregend. Und hier sind wir jetzt also in Las Vegas. Und fahren schon wieder viel zu schnell. Ich weiß nicht, wie hier die Polizei unterwegs ist. Ob man hier auch 5 zu schnell fahren darf, weil 5 Meilen mehr ist nämlich schon ganz andere Hausnummer als eine, ja, bei uns 5 km/h, ne? Und es ist irgendwie eine Lamigurke. Lamigurke. Na gut. Aber schauen wir mal, wie wir da so weiterkommen, wie es vorwärts geht, ob wir überhaupt irgendwas auf die Reihe kriegen. Ich bin gespannt drauf. Und irgendwann werde ich mir dann auch wahrscheinlich die Mods suchen gehen, früher oder später. Werden wir hier auch ganz, ganz viele Mods reintun. Kartenmods und so. Falls jemand von euch den ATS spielt und einen coolen Kartenmod kennt, sagt mir doch gerne mal Bescheid. Unten in den Kommentaren, was es da für anständige Karten gäbe, mit denen man da spielen könnt. Also hier sowas wie die Pro-Mods, nur für ATS. Das wäre schon cool. Fette Baustelle. Kommt nichts, oder? Ich glaube nicht. Und jetzt dürfen wir 70 fahren. 70, das ist vielleicht schon eine Hausnummer, du sag ich da. So. Tempomat funktioniert auch nicht. Hast du keinen Tempomaten? Um Gottes Willen. Grußkontroll, doch, da wäre er doch. Ach da, jetzt hat. Okay, ich muss ihn erstmal einstellen auf. Was dürfen wir fahren? 70. Stellen wir mal auf 74 und schalten ihn mal an. So, dann lass uns mal rasen. Also für die, die es noch nicht gesehen haben, hier ist es schwierig, ne? Immer diese neuen Sachen da. Hua. Entschuldigung, Entschuldigung. Erster Aufenthalt in Prim. Cool. In Amerika ist es ja auch so, da dürfen ja die LKWs genauso schnell fahren wie die Autos. Da gibt es ja keine unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Hat Vorteile, hat Nachteile. Es ist, wenn du das erste Mal selber unterwegs bist in den USA, schon auch komisch, wenn du da so auf so einen Highway fährst, auf der Mittelspur, keine Ahnung, relativ easy peasy. Oh, langsamer Wolle, langsamer. Und dann überholt dich von links und rechts zeitgleich ein LKW. Da denkst du dann auch so, ouch. Huch. Genau. So, jetzt machen wir mal ein anständiges Foto, würde ich sagen. Hier so, jetzt da mal da so aus der Kurve raus. Keine Ahnung. Ich brauche doch ein Folgenfoto und das, bis jetzt haben wir noch nichts Gescheites gemacht. Andere Richtung mit die Bergele und so, ja. Ja, so macht es sich ganz gut, glaube ich. Tiefenschärfe, Tiefenschärfe. Damit die Leute sehen, wo wir sind. Screenshot.
Das ist Gott sei Dank ein kleiner Auflieger, ein kurzer. Da gibt es auch noch ganz andere Kaliber. Da denkst du dann auch so, holla, wie soll ich das jemals irgendwo hinkriegen? Sorry. 2,5 Stunden wären wir da. Und ich bin schon viel zu schnell. So, jetzt haben wir da mal 60 draufstehen. Was bist denn du? Bist du Polizei? Nein, bist du nicht. Fahren wir einfach mal 5 zu schnell, wie immer. Und gucken mal, ob wir damit klarkommen. Wenn die Polizei kommt. Mein Gott, ich sehe es erst. Jetzt haben wir 2020 Dollar. Haben wir 2020 Dollar. Da steht irgendwas von 55. Du, schau die Rasen da. Ja, es gibt auch in den USA Raser, so ist es ja nicht. Hält sich keiner akribisch an die. Das dürfen wir wieder 70 fahren. Hallo? Da stand 70 am Straßenrand. Na, dann fahren wir keine 70. Wenn er da unten 55 sagt, fahren wir mal brav 55. Navi weiß meistens besser als Dingenskirchen, ne? So, 1 Stunde 57, das fahren wir auf jeden Fall jetzt noch durch. Ich muss mal schnell einen Schluck trinken. So, da stand schon wieder 70, aber warum darf ich eigentlich keine 70 fahren? Ja, vielleicht ist es in Nevada anders. Ich habe keine Ahnung. Dann machen wir unseren ersten echten Auftrag jetzt gleich fertig. Cool. Und dann gucken wir mal. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich vorne bin. Ohne Scheiß. Solange ich den vor mir noch sehe, ist alles gut, aber... Wie nah kann ich ihn da hin? Oh, da drüben Parkplatz. Ja, so, Raststation. Das langweilt mir jetzt. Was die zwei da machen. Wir haben doch keine Zeit. Wir müssen doch da mal irgendwann ankommen. Oder? Gut. Geht doch. Schön ein Raser von hinten. So, wir rasen auch wieder. Ach, es gibt hier vorne auch Gas, ja, mit seinem Pickup. Ich weiß gar nicht, ob es inzwischen Rechtsfahrgebot gibt in den USA. Ich glaube schon, Rechtsfahrgebot. Solltest rechts fahren. Du solltest theoretisch auch nicht rechts überholen, ist aber alles erlaubt. Aber man sollte es halt nicht machen. So, jetzt fahren wir das noch kurz zu Ende. 1 Stunde 10. Komm, erste Folge Überlänge, warum denn nicht? Und da bin ich gespannt, wie es bei euch ankommt. Ob das überhaupt jemand gucken will. Und wie gesagt, dann, falls coole Kartenmods gibt, die halt hier, so wie die Pro-Mods, nur für den ATS, her damit, ich bin für jeden Vorschlag dankbar. Und dann nehmen wir auch gerne Kartenmods mit rein. Also ich habe damit kein Problem, ganz im Gegenteil. Es ist zwar immer schwierig, wenn eine neue Version vom Spiel kommt, dass du halt dann im Steam immer sagen musst, du gehst auf die Beta-Dinger, nämlich in die Vorversion bitte bleiben. Solange bis die Karten nachgezogen haben. Jetzt gerade jetzt mit dem 1.31 auf 1.32 Wechsel, glaube ich, da passiert unheimlich viel. Zumindest beim ETS, was ich so gelesen habe, das heißt, die sind schon alle fürchterlich am Bauen mit der Beta. Aber wir werden sehen, was dann passiert. Und die Kiste ist relativ schwach auf der Brust, die ich hier fahre. Der lässt einen Berg runter ganz schön nach. Also einen Berg rauf, meine ich, sorry. Und irgendwie ganz schön unübersichtlich, ne? So ein Ami-LKW.
Ich finde schon. So cool wie die ausschauen, ich glaube, so unpraktisch sind sie einfach. Aber hey. Wir sind hier in Amerika und da. Ich meine, ich mag die ja. Aber trotz allem haben die einfach absolut geile Formen, die Teile. Wenn wir ehrlich sind. Das ist schon eine coole Geschichte. Das ist eine Sternwarte da drüben. Schaut fast so aus, ne? Die Kugel da so links. Nee, Quatsch. Keine Sternwarte, eher ein Gas-Dingens oder so. Keine Ahnung, was das darstellt. Ja, das ist so ein Gasteil. Uah. Und da werden es wieder langsam. Eidaweiei. Oh. Mann, was wollen denn das jetzt hier? Da drüben ist ein Gewässer gewesen. Okay, ach, das ist ein Eisenbahntunnel. Und ich muss hier raus. Okay. Dann fahren wir hier mal raus. Sehen, tust nix, ne? Also, ja, weil ich jetzt weit hinten sitze eigentlich, aber sonst sehe ich im Spiegel wieder nix. Schlimm. Ja, weil wenn man es gerade drin sitzt, ist halt schon schwierig irgendwie. So, Barstow sind wir, Barstow. In Barstow. Hast du Angst, weil es nochmal bremst? Hirni. Also das mit dem Rausgucken ist noch schwierig. Mit dem Spiegeln, das ist auch schwierig. Hm. Ja, mal gucken, ob es vielleicht in anderen Autos ein bisschen besser ist dann. Also anderen LKWs. Weil wir sitzen schon ziemlich weit hinten, ne? So von dem Fenster her gesehen. Aber mei, ist halt so. Und ich höre euch auf zum Jammern, keine Angst. Genau, und irgendwelche. Ja, doch, ich muss mal nach Mods suchen dann. Nicht nur Fahrzeuge, also Fahrzeuge habe ich eigentlich noch nie Mods gehabt, irgendwie, komischerweise. Da taugen mir die Ingame-Dinger genug, die reichen ja eigentlich auch. Aber werden wir mal gucken. Aber so Sachen wie dann, wenn wir keine Kartenmods reintun, dann zumindest eben so Dinge wie. Wir haben echte Firmennamen oder sowas. Das wäre dann schon netter. Finde ich persönlich. So. Und wo? Da so hin. Oder da so hin. Das ist beide schon Kopf wieder von gesprungen. Wir probieren es mal. Wir probieren ihn mal da hinzustellen. Oh, 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 auf was das ihm. Ja, gut, der ist ja kurz. Trotzdem. Hm. Wie mache ich denn das denn am geschicktesten? Ich glaube, wir fahren hier erstmal so. Weil der andere riecht seinen Bagger, schau. So, schauen wir erstmal, dass wir das Ding hier noch um die Kurve rumkriegen, so einigermaßen. Okay. Und jetzt schauen wir nochmal, ob wir das nicht einfach hinkriegen, oder? Beim ersten Mal haben wir uns zwar sauber blamiert. Aber es war auch nur eine Übungsfahrt. Ah, bis die Kiste rumkommt, das dauert ja 100 Jahre. Ich muss nochmal nach vorne fahren. Ich muss noch ein Stückchen weiter vorfahren. Also an den Wendekreis von diesem LKW, wo ich mich da jemals dran gewöhnen, weiß ich noch nicht, du. So, jetzt rum ums Eck, rum, komm, rum. Oder auch noch direkt an die Wand, okay. Und jetzt gerade stellen. Das gerade stellen geht, weil. Wir müssen ein bisschen rüber an die Wand bringen, das Ganze. Schau mal.
sagen wir, hänge ich jetzt irgendwo fest. Hat gerade sehr merkwürdig ausgesehen. Also das ist noch nix. Satz mit X. Muss man nochmal besser machen. Ach, da ist... Ach, das ist eine Werkstatt. Okay. So rum wird der Schuh draus. Das ist eine Werkstatt und da kann man irgendwelche... Ach, da, wo sie diese Dinger hochtun, da hoppel ich gerade drüber. Ah, ist klar. Ich verstehe. So, und das gilt. Sehr schön. Dankeschön. So, abgesattelt. Ja, das war jetzt etwas schwieriger als gedacht. Aber okay, es ist gegangen. Oh, und wir sind Level 2. Hurra! Dann leveln wir noch ein bisschen ab. Was machen wir an Fernfahrten als erstes? Fernfahrten ist wichtig. E-Mails haben wir auch 2 Stück. Schauen wir auch noch schnell an. Benötigst Geldmittel? Nee, brauche ich nicht. Brandneue Peterbilt ein. Ja, schön. Das bringt mir auch noch nichts. Gut, dann war es das. Also ich habe die Fähigkeit noch nicht akzeptiert. Hier bitte da ein Plus und anwenden. Ja, dann war es das für die erste Folge ATS. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Mal mit dabei bist. Und dann bauen wir halt hier in USA auch schon langsam eine Dings auf, weißt schon, eine Zweigstelle von unserer Firma in Europa. Und ja, ich hoffe, du bist dann auch weiterhin mit dabei und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir was. Mach's gut, gell? Ciao, ciao und Servus.